ihr ganz leicht einen Luma-Key-Effekt in After Effects erstellen könnt, zeige ich euch in diesem Tutorial. Jeder kennt den Luma-Key-Effekt, jeder will ihn nutzen und wie das genau geht, wie ihr es in wenigen Sekunden hinbekommt, zeige ich euch jetzt. Zunächst startet ihr After Effects und importiert eure zwei Filmdateien, die ihr dann am Ende überblenden wollt. Habt ihr dies getan, könnt ihr eine neue Komposition erstellen, indem ihr die zwei Dateien einfach unten auf dieses Symbol zieht, dann bestätigt mit einzelner Komposition und schon habt ihr eure beiden Clips in einer Komposition zusammengefügt. Nun sortiert ihr eure Clips, also das erste oben, das zweite unten, also das erste, was ihr überblenden wollt, das andere kommt darunter. Dann schneidet ihr eure Clips noch zu, so wie ihr sie haben wollt und findet einen perfekten Übergangspunkt. Jetzt sind wir bereit, den eigentlichen Effekt anzuwenden. Dafür suchen wir in unserem Effektfeld nach Luminanz Key und ziehen diesen auf unseren ersten Clip. Nun sehen wir einige Einstellungen. Wenn wir zum Beispiel mit dem Schwellwert spielen, können wir schon den Effekt sehen, den wir am Ende auch erzielen wollen, können dann noch auswählen, welche Stellen weggekeyt werden sollen, also die dunklen oder hellen. Hier ist es jetzt passend wegen dem weißen Auto, dass wir die hellen nehmen und kann man dann mit dem Schwellwert spielen. Neben dem Schwellwert gibt es auch noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Toleranz. Diese bestimmt, wie empfindlich das Keyen dann am Ende funktionieren soll. Dann gibt es die Kantenbreite. Diese gibt an, wie breit halt die Kanten sind, ob es eher grob oder feinkörnig sein soll. Dann darunter haben wir noch die weichen Kanten. Die geben uns an, wie weich halt die Kanten sind, ob wir harte oder weiche Schnittwunden quasi haben wollen. Und das können wir dort auch einstellen. Ich würde den Wert so um 1 lassen, das ist immer sehr nett gesehen. Ja, und jetzt können wir auch anfangen, unseren Schwellwert zu animieren. Dafür drücken wir hier auf diese Stoppuhr, haben jetzt ein Keyframe gesetzt, gehen ein bisschen weiter vor in unserem Video und ziehen unseren Schwellwert jetzt in dem Fall runter. Bei dunkel müsstet ihr ihn hochziehen. Und wenn wir jetzt noch hier so Artefakte sehen, dann entfernen wir die, indem wir T drücken, dann kriegen wir hier die Deckkraft, setzen ein Keyframe ein bisschen davor, indem wir auch dort wieder auf die Stoppuhr drücken, gehen ein bisschen weiter nach vorne, setzen den Wert von 100 auf 0 und was wir jetzt gemacht haben, wir haben quasi diese Artefakte, die noch übergeblieben sind, auch damit entfernt. Und schon ist der Effekt fertig. Dieser funktioniert natürlich besser, wenn euer Footage auch dazu passt. Zum Beispiel, wenn ihr was im Vordergrund habt und dann einen dunklen Hintergrund, wird erst der helle Vordergrund aufgelöst, dann der Hintergrund. Das kommt natürlich noch besser, aber so einfach funktioniert das. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann auch. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder, immer um 16 Uhr neues Tutorial auf diesem Kanal. Macht's gut und ciao.